Eva von Redig ist Philosophin und sie arbeitet an der Humboldt-Universität in Berlin, forscht dort an der Schnittstelle der feministischen Theorie und der kritischen Theorie und feministischer Philosophie. Ihre Schwerpunktthemen sind Eigentum und Herrschaft sowie Geschlecht und Sexualität. Sie hat im letzten Jahr ein überaus lesenswertes Buch veröffentlicht, das heißt Praxis und Revolution, eine Sozialtheorie radikalen Wandels. Es liegt, glaube ich, auch auf dem Büchertisch aus. Und wie auch andere Bücher, was ich bei der Gelegenheit erwähnen möchte, Sie können die dort auch erwerben. Der Buchladen Land in sich freut sich darüber. Eva von Redicke widmet in ihrem Buch der Recherche nach den besonderen Haltungen und Prozessen, aber Organisationen des Alltags, in denen das schon angelegt ist, was wir letztendlich zur Lösung all der Probleme, die wir im Augenblick noch nicht lösen können, brauchen und so in die Zukunft weisen. Sie hat einen Artikel geschrieben für die Frankfurter Rundschau, der am Montag letzter Woche das Tagesthema war, also sehr prominent im Mantel der Rundschau veröffentlicht war und auf diese Veranstaltung hingewiesen hat, der hat schon viel bewegt, hat viel tatsächlich auch an Resonanz gefunden und da bin ich gespannt jetzt auf deinen Vortrag, Eva, wie du das weiterspinnst, was da schon angefangen hat. Herzlich willkommen, Eva von Redicke. Ganz herzlichen Dank, Herr Gebauer, für die Einladung und an Sie alle großen Dank fürs Kommen. Dank auch an den anderen Thomas, der Genosse Seibert, der jetzt heute Abend leider nicht hier ist. Für mich ist das eine großartige Gelegenheit. Wenn das mit dem Mikro komisch ist, müssen Sie hinten winken, dann versuchen wir das zu optimieren. Für mich ist das eine großartige Gelegenheit. Ja, soll ich weiter weg, näher ran? Näher ran, dann kann man es höher machen? Okay, muss ich mich so ein bisschen runter. So besser? Nee, es halt weiter. Also, ich rede mal so weiter. Für mich ist das großartig, über Utopien mal reden zu können, weil ich normalerweise viel öfter in der Situation bin, über Revolution reden zu sollen. Und dann ist es eigentlich immer so, dass die vorletzte Frage aus dem Publikum auf Utopien zielt und sowas sagt wie, brauchen wir neue Utopien? Alles, das ist, glaube ich, eine gute Idee, genau, super. Ich muss ja weiterreden, damit es testet. Wo sind die Utopien hin? Brauchen wir nicht Utopien? Und das gibt immer einen ganz komischen Effekt im Publikum. Eigentlich werden alle nervös und fangen irgendwie an, auf ihrem Stuhl rumzurutschen. Entweder, weil sie noch nie eine Utopie hatten und denken, jetzt kommt gleich was ganz Weltbewegendes. Oder weil sie mal Utopien hatten, darüber längst hinweg sind und auf gar keinen Fall an den schmerzhaften Trennungsprozess erinnert werden sollen. Und dann gibt es die, deren Miene sich verfinstert und die zum Gegenschlag ausholen, je nachdem, was ich antworte, nämlich die, die in guter, präziser, dialektischer Manier fest davon überzeugt sind, dass jede Erwähnung des Utopiebegriffs einen auf die Abwege des sozusagen falschen Sozialismus, des nicht-marxistischen führt und so eine Art süßen Kitsch über die Verhältnisse oder jenseits der Verhältnisse installiert, der uns gerade davon abhält, die Bewegung in der Gegenwart aufzuweisen, die tatsächlich revolutionäres Potenzial haben. Gut, ich wind mich da meistens so raus und sage irgendwas über, ja, also es muss konkret sein und es darf nicht in der Zukunft liegen und es muss natürlich auch transformatorisches Potenzial haben und so. Und dann kommt die letzte Frage, die Herr Welzer eben auch schon erwähnte und sagt, aber wir haben doch keine Zeit. Jetzt also andersrum und ich versuche mal, den Utopiebegriff so ernst zu nehmen, dass wir von da aus auf sowas wie ein kritisches Gesellschaftspanorama, denn das ist ja mein Beruf sozusagen, Gesellschaftstheorie, kommen. Und das Ernstnehmen, das fand ich vorhin auch ein wunderschönes Stichwort in dem tollen Dialog vorweg, das Ernstnehmen führt, glaube ich, nicht nur dazu, dass einem lauter gruselige Verbote einfallen, sondern das Ernstnehmen, vielleicht ist das selbst schon ein utopischer Begriff von Ernstnehmen, das Ernstnehmen kann auch dazu führen, dass man bestimmte Widersprüche
überhaupt erst wahrnehmen kann, weil man sich und seine Gesellschaft und seine Lebensrealität ernst nimmt, fällt einem auf, wie untragbar, wie brüchig, wie unzulänglich es ist und womöglich sogar in welche Richtung man darüber hinausgehen müsste. Und so ein Widerspruch, wie der hier eben so herrlich aufgebaut wurde zwischen dem Regierungsbeschluss und den Massen auf der Straße, ist da, glaube ich, schon ein gutes Beispiel. Ich werde also den Utopiebegriff in drei Schritten versuchen ernst zu nehmen, und zwar indem ich kurz seine historische Entwicklung nachzeichne von einer räumlichen Fassung zu einer zeitlichen Fassung. Und dann würde ich vorschlagen, diese Entwicklungslinie weiterzuführen zu einer zwischenräumlichen Fassung. Und dabei ist eigentlich mein Ziel, Sie zu überzeugen, dass das nicht, so wie es klingen mag, ein Schrumpf- und Rückzugsmoment wäre von den Räumen über die Zeit in die Zwischenräume, sondern dass das gerade die Anreicherung und die Potenzialisierung des Utopiebegriffs wäre. Das erste geht ganz schnell. Utopie als räumliche Vorstellung, das ist eigentlich die ursprüngliche Fassung des Utopiebegriffs, ein topografisches, geografisches, imaginäres, wo man denkt, irgendwo gibt es diesen Ort, der kein Ort ist, vielleicht kann man ihn finden, womöglich in den sogenannten weißen Flecken der Landkarte, womöglich auf irgendeiner Insel, also ich habe in der Schule noch Insel Felsenburg gelesen, wo da irgendeine verrückte patriarchale Sekte eine angeblich unbewohnte Insel nach idealen Vorstellungen wahnsinnig puristisch, obsessiv und hierarchisch kolonisiert. Auch die Idee der neuen Welt, die Pioniere, Siedler, all das verweist sofort auf die problematischen Seiten der räumlichen Utopievorstellung. Und deswegen könnte man eigentlich froh sein, dass der zeitbezogene Utopiebegriff viel wirkmächtiger geworden ist, und sich wundern, dass das hier heute wieder utopischer Raum heißt. Ich werde das am Ende verteidigen, dass das ein toller Titel ist. Denn mit der französischen und auch, also gerade im Moment muss man das doppelt betonen, der haitianischen Revolution, der ersten sozusagen auch dekolonialen Revolution, die genau diese falschen räumlichen Inbesitznahmen zurück umgekehrt hat, hat sich die Utopievorstellung verzeitlicht. Utopie war nicht mehr ein anderer Ort, sondern eine andere Zeit, und die andere Zeit lag in der Zukunft. In diesem Imaginären, das, wenn man sozusagen weit genug ausbaut, eigentlich auch noch in der marxistischen Philosophie so stark, die sich auch immer gegen den Utopiebegriff selber abgegrenzt und definiert hat, anzufinden ist, angesiedelt ist, aufzufinden ist, dieses zeitliche Imaginäre ist sozusagen hängt doppelt an dem Zeitbegriff. Utopie liegt in der Zukunft. Aber was der Inhalt der Utopie ist, hat auch was mit Zeit zu tun. Denn es geht um eine Zeit, in der der Kapitalismus überwunden wäre und damit die Ordnung, in der wir gezwungen sind, unsere Zeit zu verkaufen. Das ist sozusagen für die meisten Menschen der Kapitalismus, dass wir unsere Zeit in Form von Arbeitskraft verkaufen müssen. Sonst können wir nicht überleben. Die meisten, also viele von uns alle, die nicht vermögend und erbend geboren sind oder als Kapitalbesitzer auf andere Art im Stress sind, müssen ihre Zeit verkaufen. Und die zeitliche Utopie wäre sozusagen eine Utopie einer Zeit, in der man seine Zeit nicht mehr verkaufen müsste und trotzdem leben könnte. Die marxistische Tradition hat aber nicht nur diese Idee, dass das so aussehe oder dass das gute Jenseits wäre, sondern deren ganze Macht bestand darin, dass sie auf Kräfte verwiesen hat, die einen hinübertransportieren könnten. Also die hatte ein Vehikel, die Arbeiterinnenklasse, auf die man sozusagen setzen konnte, um in das Jenseits der derzeitigen Zeit, um in die Utopie zu kommen. Der Übergang ist die Revolution, aber die Revolution besteht darin, dass die Arbeiterklasse, die es schon gibt, so wie es sie schon gibt, ihr volles Potenzial entfaltet. Eigentlich nach Marx ist alles schon da im Schoße der Gesellschaft, was realisiert werden soll. Es muss nur noch von so einem kleinen Übergespinst der Herrschaft befreit werden. Die Herrschaft, die da in den Blick geriet, die kapitalistische Herrschaft, hat Marx auf diesen tollen Begriff der sachlichen Herrschaft gebracht, dass die Dinge über die Menschen herrschen. Und ich bin eben, um nicht in zu viele Gespräche vor meinem Vortrag verwickelt zu werden, einmal hier runtergegangen zum Wasser. Und da sieht man die ganzen Container aufeinander gestapelt. Und das ist, finde ich, ein wunderbares Bild für das, was Marx damit meint, wenn er sagt, die Dinge herrschen über die Menschen. Weil
das Zusammenkommen der Dinge, die Art, wie die Waren auf dem Markt gegeneinander getauscht werden, die Tatsache, was da Gewinn bringt, das überlässt man eigentlich gewissermaßen dem Zufall. Man weiß es vorher nie. Auch die Kapitalisten, auch die Mächtigen in dem System wissen das nicht. Die versuchen, was zu produzieren, was vielleicht Abnehmer findet. Man weiß auch nie, ob die Konkurrenz vielleicht schneller oder billiger produziert. Insofern warten eigentlich alle ab, was da passiert, wenn diese Container gestapelt werden und sich treffen. Und erst nachher weiß man, welche verkaufte Zeit, welche Arbeit sich gelohnt hat, wer seinen Job behält, wer ihn verliert, welche Fabrik schließen muss, was im nächsten Produktionszyklus hergestellt werden muss. Und weil das so ist, hat Marx diese paradoxe Formel geprägt, dass die Dinge über die Menschen herrschen. Das ist die sachliche Herrschaft, die Herrschaftsform, die anonyme, moderne Herrschaftsform des Kapitalismus. Und ich glaube, die Utopie, das zu überwinden, ist überhaupt nicht abgegolten. Was aber ziemlich beschädigt ist, ist die Vorstellung des Übergangs, also des Vehikels, wie wir da hinkommen. Denn die sprichwörtliche marxische Lokomotive der Geschichte, also die Revolution, ist ja eine fossile Brennstoffe verbrennende Dampflok, und die ist nicht nur als Metapher, sondern auch als Theorie und als Geschichtsphilosophie ziemlich beschädigt. Denn mit allem, was wir heute wissen, können wir eigentlich gar nicht mehr, selbst wenn wir jetzt mal alle anderen Probleme, die die Gesellschaft hat, außen vor lassen und sagen, es geht uns um diesen Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital, um diese Herrschaft, dass wir unsere Zeit verkaufen müssen. Selbst um das zu lösen, glauben wir nicht mehr, dass in der Art, wie wir produzieren, schon alles richtig wäre und alles da wäre und man nur noch die Produktionsmittel, also nur noch, ist auch schwer, aber nur noch die Produktionsmittel aneignen müsste, nur noch ein paar Dinge den Besitzer wechseln lassen müsste, oder die vergesellschaften müsste, sondern wir sind eigentlich inzwischen, also Herr Welzer sagte gerade, also wir sind nicht nur von ihm davon informiert, sondern er schreibt, sagt er fasst nur zusammen, was alle Leute eh schon wüssten. Also wir wissen alle, dass die Art von Produktion, wie wir sie seit Jahrzehnten, ja, man könnte auch sagen Jahrhunderten durchführen, Teil des Problems ist und nicht die Vorwegnahme der Lösung. Denn die Art der industriellen Produktion, wie wir sie haben, die Art der Konsumgüterproduktion, ist eng verzahnt mit ganz vielen weiteren Herrschafts- und Ausbeutungsmechanismen, die, wenn man einfach nur unter anderer Verfügung so weiter produzieren würde, sich immer weiter ins Unermessliche steigern würde. Und deshalb würde ich auch, ich fand das so toll vorhin mit der Analyse, inwiefern dieses Zwei-Grad-Ziel so ideologisch ist. Und ich glaube, man muss noch einen Aspekt hinzufügen, weswegen das so dramatisch fehlleitend ist, weil es nämlich so tut, als sei alles in Ordnung, nur dass wir aufpassen müssen, dass das nicht noch 2 Grad wärmer wird. Also das ist jetzt zynisch und ich weiß nicht, ob ich aufgenommen werde, aber ich finde ja, wenn wir das 2-Grad-Ziel nicht schaffen, aber dafür es schaffen würden, in ein solidarisches, gerechtes Miteinander überzugehen, dann könnte man vielleicht besser leben mit einem wärmeren Planeten, auf dem es dann natürlich keine Grenzen mehr geben dürfte und so weiter, als es jetzt die meisten Menschen tun. Also die meisten global gedacht, aber selbst lokal gedacht, der Kapitalismus schafft ja fast für niemanden, selbst für die Privilegierten, ein gutes Leben. Wenn man also sagt, um diese zeitliche Utopie der Zukunft jenseits der sachlichen Herrschaft zu realisieren, reicht es nicht, einfach die Produktion, so wie sie ist, in andere Hände zu legen, sondern wir müssten sie irgendwie ändern. Man braucht was ganz anderes. Wir brauchen einen ganz anderen, vorhin hieß es die Überwindung des negativen Weltbezugs. Wir brauchen irgendeinen Ausweg aus dieser Destruktion, aus dieser Ressourcenvernutzung. Dann wiederholt sich eigentlich die Frage nach der Utopie. Denn es gibt dann wieder die Frage, anhand welcher Prinzipien soll das denn alles anders werden? Und ich glaube, es ist vollkommen illusorisch zu denken, sobald wir das in demokratische Kontrolle legen, werden die jeweiligen Betriebsräte alles weise entscheiden und dann haben wir sozusagen die Umweltfrage mitgelöst. Wir brauchen, es wiederholt sich sozusagen die Frage nach der leitenden Vorstellung. Und das bringt mich jetzt zurück zum Raum. Denn ich glaube, das, was ich vorhin angerissen habe, was das Problem der räumlichen alten Utopievorstellungen, die ich so ein bisschen als Pappkamerad aufgebaut habe, ist, das verrät eine Logik, die den Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, durchweg prägt, genauso tief prägt wie diese profitorientierte sachliche Herrschaft. Nämlich also das Problem der aneignenden Logik, das Problem der kolonialen Landnahme, des sozusagen
Verfügens über eine ganze Insel oder des, man kann abstrakter sagen, der Herrschaft über Räume. Dieses Problem ist etwas, was der Kapitalismus, um Profit machen zu können, immer schon voraussetzt. Und das ist jetzt nur Formulage, das können Sie auch gleich wieder vergessen, aber man könnte sagen, die Warenform, die den Kapitalismus so stark prägt, setzt die Eigentumsform, die die volle Verfügung ermöglicht, voraus. Und man könnte denken, das ist ja total klar, jede Gesellschaft hat irgendwie Eigentum. Also nicht mal das stimmt, aber das Interessante ist, dass das Eigentum, was irgendwie jede Gesellschaft hat, eine viel allgemeinere und unspezifischere Form ist als die, die wir in der nordwestlichen Moderne in den letzten 300-400 Jahren entwickelt haben. Das moderne Eigentum ist die einzige Verfügungsform über Dinge, die absolut ist. Wenn Sie im Feudalismus ein Schloss besitzen, dann sind Sie ganz reich, aber Sie dürfen das nicht verbrennen. Sie können das, das ist ein Lehen, das schulden Sie dem König und der hat es von Gott. Man kann das weitergeben, man kann es nutzen, aber man hat nicht das Recht, es zu zerstören. Und also viele indigene Eigentumsvorstellungen lassen sich viel besser in sowas wie Vormundschaft, Pflegschaft übersetzen, als in das, was wir jetzt als Eigentum verstehen, nämlich als die volle individuelle Verfügung über ein Gut. Die Souveränität über ein Objekt. Das ist natürlich auch ganz toll, weil man da eine Freiheit erlebt, die man sonst nie hätte. Ja, ich kann damit machen, was ich will. Ich kann das Ding hier kaputt machen, das ist meins. Irgendwo muss man vielleicht die Erfahrung machen. Aber in der kapitalistischen Produktion ist diese Verfügung über Dinge vorausgesetzt und auf Dauer gestellt und wird immer weiter intensiviert, weil man sozusagen alles rausholen will aus dem Zeug, um damit Gewinn machen zu können. Das ist auch, also wenn man sich das rechtsgeschichtlich anguckt, festgeschrieben in dem Begriff des Missbrauchsrechts. Modernes Eigentum erlaubt einem nicht nur die Dinge zu nutzen, es erlaubt einem ausdrücklich im Gesetz auch sie zu zerstören, sie zu missbrauchen. Und dann können Sie natürlich sagen, ja, aber ich habe ein denkmalgeschütztes Haus und da kann ich fast gar nichts mitmachen. Aber der Punkt ist, dass diese Einschränkungen gerade als Ausnahmen zu der Regel dazutreten, weil die erstmal gesetzte Regel die volle Verfügung ist. Und das wäre natürlich ein möglicher Weg von Reformen. Man könnte diese Form verändern und reformieren, aber im Moment sind wir weit davon entfernt. Und diese Eigentums- oder diese Verfügungslogik, dieser Art von entgrenzten Zugriff auf die Dinge, der lässt sich, und da würde ich jetzt eine Stunde reden, damit behellige ich Sie nicht, aber der lässt sich nachverfolgen in ganz viele verschiedene gesellschaftliche Bereiche. Auch in die, die man normalerweise in die Kapitalismuskritik so ganz mühselig nachtragen muss. Also ich spreche jetzt die ganze Zeit vorwiegend über natürliche Ressourcen und Natur, die man so aneignet, dass Stücke von ihr einfach zu toten Objekten und verfügbarer Masse werden. Aber tatsächlich lassen sich auch soziale Herrschaftsbeziehungen in der Moderne so fassen, dass man sagt, was hier passiert ist, dass ein Anteil von manchen Personen unter die Verfügung von anderen gestellt wird. Also zum Beispiel, das, was dann weibliche Reproduktionsfähigkeit wurde, ist in dem modernen Eherecht, dem viktorianischen, von dem wir bis vor kurzem sogar noch die letzten Reste hatten, also mit dem Vergewaltigungsrecht in der Ehe, das ist ja erst 95, glaube ich, abgeschafft, ist eine Verfügung des Ehemanns oder ein Besitz nicht an der Frau als Ganzer, das wäre Sklaverei, aber an der Reproduktionsfähigkeit der Frauen einhergegangen, mehrere Jahrhunderte lang. Und wenn man die Rhetorik, die so mit MeToo oder sowas charakterisiert, anguckt, dann sieht man, dass diese Vorstellung, dass da irgendwas ist, was einem ständig nicht ganz gehört. Oder als Frau durch den öffentlichen Raum zu gehen, heißt, dass man in bestimmten Hinsichten immer aneigenbar ist für Männer, als junge Frau in manchen öffentlichen Räumen. Und der Extremfall, in dem ganze Personen wie Eigentum oder also als Eigentum behandelt wurden, ist natürlich der transatlantischen Sklaverei. Und ich würde sagen, also das müsste man jetzt gründlicher ausführen, damit das stimmt, aber um in die Richtung weiterzudenken, würde ich sagen, dass die Tatsache, wie es immer noch irgendwie gesellschaftlich erträglich erscheint, obwohl manche Menschen und Gruppen dagegen mobilisieren, dass die Flugzeuge, die da über diesen Containern fliegen, nur ganz bestimmte Menschen legal über alle Grenzen bringen. Und die meisten anderen nicht. Und zwar nicht um den Preis und selbst wenn die dann im Mittelmeer trinken, gibt es die Vorstellung über manche Menschen, braune und schwarze Menschen,
haben wir das Recht so zu verfügen, oder haben Nationalstaaten das Recht so zu verfügen, dass man entscheidet, wo sie hingehören. Wie so Dinge, die man in Regale einsortiert. Das gehört hier nicht hin. Ja, Mist, hättest du halt bleiben sollen, wo du einsortiert warst. Jetzt stirbst du. Selber schuld. Diese Logik, dass irgendwas an dieser Logik scheint so tief in unser Bewusstsein eingesunken zu sein, dass es Mühe fordert und politische Mobilisierung, um Massensterben problematisch zu finden. Insofern könnte man sagen, dass diese Eigentumslogik nicht nur bei Dingen stehen geblieben ist, sondern so ausgegriffen hat, dass sie bestimmte Menschen oder Anteile von Menschen, bestimmte Anteile sozialer Beziehungen zu Dingen gemacht und dann auch verfügbar und aneigenbar gemacht hat. Und weil das so schön passt zu dem anderen Begriff von Marx mit der sachlichen Herrschaft, nenne ich diese von der Eigentumsform ausgehende Verfügungsform immer Sachherrschaft. Das ist einfach ein Synonym für Eigentum, was aber kein Mensch mehr benutzt, außer in manchen juristischen Texten. Deswegen kann man das, glaube ich, so sozialphilosophisch aneignen. Es gibt in der kapitalistischen Moderne nicht nur sachliche Herrschaft, die auf Profitorientierung aus ist, sondern auch Sachherrschaft, die auf direkte Verfügung und Aneignung aus ist. Und ich glaube, wir müssen diese beiden Logiken zusammen in den Blick bekommen und kritisieren, wenn wir uns fragen, wie das wunderbare Jenseits dieser Ordnung aussehen könnte. Jetzt hat man natürlich das Gefühl, dass es noch viel komplizierter geworden ist mit der Transformation, weil ich habe jetzt irgendwie gesagt, es war eh schon schwierig und jetzt ist es noch schlimmer, weil es noch was ganz anderes gab, was vorher gar nicht in den Blick geriet oder beziehungsweise, also wenn man das Narrativ so erzählt, es war natürlich auch schon immer im Blick, also sowohl bestimmter, sowohl der frühen Gegenwehr gegen die Einhegung und Allmendezerstörung, als auch dann der Abolitionismusbewegung, Frauenemanzipation. Es kommt sozusagen zusammen unter diesem Oberbegriff der Sachherrschaft. Gut, wo gibt es überhaupt in der Gegenwart sowas wie das Phantasma des Proletariats, des revolutionären Subjekts, der Tätigkeit, die eigentlich schon richtig ist, die man nur befreien müsste? Und ich glaube tatsächlich, dass man mit einem bestimmten Utopiebegriff zumindest Potenziale ausweisen kann, die gar nicht so weit abliegen von dem ursprünglichen Fetisch der Arbeit, die sich zu der, wenn man sie ausweitet oder ummodelt nach dem Modell der, man könnte sagen, anderen Arbeit, der Reproduktionsarbeit. Es gibt eine Tätigkeit, die zugleich andere Arbeit ist, nicht profitorientierte Arbeit, nicht der sachlichen Herrschaft unterstellte Arbeit und andere Aneignung oder Nicht-Aneignung, also Pflege statt Herrschaft. Und das ist in gewisser Weise die Reproduktionsarbeit. Und das ist so ein bisschen, ich mag das, dass das so ein unromantischer Begriff ist. Also eben kamen wir dann so schnell auf Liebe. Und ich habe das Gefühl damit, das ist sozusagen eine Abkürzung. Bestenfalls nehmen wir einen anderen Begriff mit vielen Silben, Solidarität. Oder vielleicht sagen wir, anonyme Liebe. Der Witz von Gesellschaften ist ja, dass wir uns kümmern können und gegenseitig die Lebensgrundlagen wiederherstellen können, ohne uns zu kennen und auch ohne uns zu mögen. Und in Wahrheit ist es ja auch nicht so, dass man sich in der Familie immer mag. Also jeder, der jemals längere Zeit einen Pflegefall hatte, weiß, dass wenn man da sozusagen aufhört, wenn die Liebe aufhört, würde man kaum anfangen. Insofern glaube ich, dass Gesellschaften, und dagegen hilft nicht dann eine noch größere Opferbereitschaft und Pflicht auf der Seite der Sorgen, denn das ist gerade die Reproduktionsarbeit, so wie sie, also in dem Fall patriarchal, sachherrschaftlich manchen Menschen zur Verfügung steht und von anderen ständig extrahiert wird. Aber sowas wie Solidarität müsste auch jenseits von spontaner individueller Neigung funktionieren, als Prinzip gesellschaftlicher Bezogenheit, die gleichermaßen die Utopie aufrechterhält, seine Zeit nicht verkaufen zu müssen und das Gegenüber nicht beherrschen zu müssen, sozusagen beides gleichzeitig tut. Also die Kehrseite von der schlechten Reproduktionsarbeit, wie wir sie jetzt manchmal kennen, ist natürlich auch, dass darüber oft massiv dann Herrschaft bis hin zu verzweifelten sadistischen Praktiken gegenüber den Abhängigen aufkommt. Das ist sozusagen die schlechte Form der Reproduktionsarbeit. Aber es gibt in der Reproduktionsarbeit dieses Potenzial, dass es sich eigentlich nicht herrschaftlich aufs Gegenüber bezieht.
Die Reproduktionsarbeit ist natürlich was, was nicht so wie das, die Produktionsarbeit von Marx imaginiert wurde, im Zentrum der Gesellschaft steht. Trotzdem ist sie etwas, was schon da ist. Und ohne das, das haben besonders marxistische Feministinnen immer wieder gezeigt, ohne das sich die Gesamtgesellschaft gar nicht reproduzieren könnte und auch gar nicht produzieren könnte. Also selbst die Produktion, und ich meine, inzwischen ist das eben auch nicht mehr die Produktion der Güter, die da in den Containern am Hafen liegen, sondern das sind auch ganz diffuse Dinge, wie das Datenabsetzen im Internet, aus denen dann Wert geschöpft wird. Aber all diese Tätigkeiten sind nicht möglich, wenn nicht auch das Leben insgesamt erhalten bleibt und alle Vorbedingungen. Und diese Anwesenheit in den Zwischenräumen, ich benutze wieder ein schreckliches Wort in dem Buch manchmal, den Begriff des Interstitiellen, so ein medizinisch-technischer Begriff für Zwischenräume. Als Hamburgerin ist das nicht so schwer, interstitiell mit dem spitzen Stein, aber eigentlich geht das nur auf Englisch und auf Deutsch nicht. Das Tolle an den Interstitien ist aber, dass das das Gewebe zwischen Zellen ist, was die Zellen versorgt. Also es ist nicht nur eine Fuge, oder beziehungsweise es ist eine Fuge, wenn man sie so versteht, dass sie die Kacheln zusammenhält. Und insofern ist Reproduktionsarbeit zwar was sehr Marginalisiertes in den Zwischenräumen Anwesendes, aber gleichzeitig etwas, was essentiell ist oder was die Sprengkraft hat, dass davon der Bestand der Gesellschaft abhängt. Insofern würde ich sagen, auf bestimmte Art ist es schon da. Einmal in der Gesellschaft, in ihrer Art, sich wiederherzustellen, aber auch in den Forderungen dieser spektakulären, neuen, hoffnungsstiftenden sozialen Bewegung. Die sind nämlich gar nicht, also 20. September, die sind gar nicht soziale Bewegungen von den Typen, die wir kennen. Das sind weder Bürgerrechtsbewegungen, noch sind das Bewegungen, die auf drastisch, also direkt auf Umverteilung aus sind. Das ist manchmal Teil des Pakets, aber eigentlich ist nicht genau klar, was für ein Typus von neuen Bewegungen wir da haben. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist einfach die Umweltbewegung, die hatten wir schon immer, das ist ein bisschen radikaler. Und ich würde mit dieser begrifflichen Brille, die ich entwickelt habe, sagen, dass man einen bestimmten Zusammenhang stiften könnte. Das hat Herr Gebauer am Anfang so herrlich aufgebracht. Man muss zwischen all diesen Alternativen und Forderungen und Praktiken auch Zusammenhänge herstellen können. Ich glaube, wenn man genau hinguckt, kann man sehen, dass ganz verschiedene Bewegungen im Moment alle so eine Art Anliegen haben, das man beschreiben könnte als Wiederherstellung der Lebensgrundlagen oder Rettung des Lebens und Überlebens. Zum Beispiel die Seenotrettung und auch Black Lives Matter mobilisieren eigentlich von diesem Extremfall tödlicher Polizeigewalt aus. Es geht erstmal nur darum, dass diese Leute nicht mehr ständig sterben. Es geht nur ums Überleben. Und manche von Ihnen mögen das kennen, in Lateinamerika und auch in Italien ist die feministische Bewegung im Moment da am stärksten organisiert, wo sie sich unter diesem Oberslogan des Non una menos, also nicht eine weniger, nicht eine einzige weniger, direkt gegen Femizide an Frauen und Transfrauen stellt. Also sozusagen auch wieder dieser Fokus auf das Sterben beenden, Einhalt gebieten dieser Art von Mord. Und Extinction Rebellion, also dieser eine Zweig der derzeitigen Klimabewegung, hat sogar selber diese Formel Revolution für das Leben, die sagen Rebellion für das Leben, aber hat sozusagen diese Perspektive des Für des Lebens schon in ihrer eigenen Selbstbeschreibung. Und wenn man das auf die Art zusammenschaut, kann man sagen, dass nicht nur als Hintergrundbedingung der Reproduktion des schlechten Ganzen, sondern auch im Kern derer, die eine Neugestaltung, die ein besseres, womöglich ein utopisches Ganzes fordern, eigentlich diese Sorge um das Leben oder das Wiederherstellen der Lebensgrundlagen präsent ist. Und das bringt mich zu der verwegenen Formel, dass die Reproduktionsarbeit eigentlich ein ganz großes utopisches Potenzial hat, das sich auch von ganz alltäglichen Praktiken, davon, dass man sich fragt, wie kann ich hier so handeln, gibt es hier irgendeinen Spielraum gegen Profitinteressen und gegen sachherrschaftliche Plünderung vorzugehen? Gibt es hier irgendeine Bewegung, mit der ich mobilisieren kann, um diesen Kräften zum Durchbruch zu helfen, bis hin zu größerer systemkritischer
Perspektive reicht. Und um jetzt die Marxisten zu beruhigen, könnte man es auch so formulieren: Die Reproduktion negiert sowohl die sachliche als auch die Sachherrschaft. Vielen Dank. Ist es an? Und Verzeihung für das Mikro, das war nicht so ganz bedürfnisorientiert, glaube ich. Also ich glaube, wir haben es alle gut verstanden, nachdem es dann anders positioniert war. Ja, ganz herzlichen Dank, Eva von Redige, für diesen wunderbaren Vortrag, der nochmal sehr deutlich gemacht hat, wo und wie wir Utopie verorten. Und ich glaube, in dem Begriff der Reproduktion, auch wenn er so sperrig daherkommt, ist eine ganze Menge sehr Wichtiges enthalten. Die Übersetzung mit anonymer Solidarität ist etwas, mit dem ich sehr stark korrespondieren kann. Und das führt mich auch zu einer Frage, wir können dann gleich noch diskutieren, aber eine Frage, die ich noch mal stellen möchte, ist die Bedeutung des Anonymen. Das ist etwas sehr Wichtiges, sehr Großartiges. Das hat auch was mit Utopie zu tun. Weil wir sehen zum Beispiel, dass es sowas wie Sorge in den traditionellen Sozialversicherungsstrukturen, in Krankenkassen zum Beispiel gibt, gell? Die alle völlig bürokratisiert sind, kaputt sind und wo wir überlegen, wie wir da rauskommen, wie wir sie verändern müssen. Und es gibt junge Leute, die die Utopie darin sehen, etwas Eigenes aufzubauen. Und dann im Internet sowas wie Versorgungsstrukturen aufmachen, wo aber genau das Anonyme verloren geht. Wo man sozusagen, wo man eben dann seine Bedrängnis, seine Not formulieren muss, ins Internet stellen muss, allen publik macht, um dann eine Unterstützung zu bekommen. Da geht nämlich genau das verloren. Aber es wird von jungen Leuten als etwas Solidarisches, etwas Direktes, Unmittelbares hochgehalten. Und da ist die Frage jetzt für mich nochmal, wie der Übergang ist von dem Verkrusteten, aber wo etwas angelegt ist und wie wir es vielleicht doch auf eine andere Weise transportieren. Ja, also manchmal sind diese kleinen personalisierten Formen ja was in einer akuten Krisensituation dann sozusagen der erste Organisationsversuch ist. Aber nur weil das junge Leute machen, würde ich das niemals als utopisches Potenzial ausweisen, außer man schafft es auf eine Art zu verallgemeinern, die genau das, was progressiv war, an dem Vorigen wieder einträgt, nämlich zum Beispiel das Anonyme, dass man sich gar nicht kennen muss. Und in Wahrheit, also viele Leute präferieren das auch. Also es reden zwar viele über irgendwie Sehnsucht nach der Gemeinschaft, aber in Wahrheit sind alle total glücklich, wenn sie in einem Laden einkaufen, wo die Verkäuferin sie nicht anspricht und fragt, wollen sie diese Hose oder jene. Ja, und so ist das mit dem Einholen der Krankenversicherung auch. Und ich glaube, dass dieses sich auf dem Internet organisieren birgt ja auch das Potenzial, sich mit Netzwerkstrukturen besser und anders zu organisieren, dass die im Moment alle zentralistisch überformt sind und alle Daten meiner jeweiligen Suche zu googeln in die Serverfarmen gehen, das ist, glaube ich, nicht notwendig. Und zum Beispiel könnte man sagen, man muss das Wissen um Bedürfnisse, was diese Datenbanken schon haben, gesellschaftlich aneignen, natürlich anonymisiert, also genau dafür müsste man dann auch wieder distribuierte und nicht zentralistische Netzwerke haben. Denn diese Suchmaschinen, die wissen ja besser, was ich will, die wissen auch lauter Bedürfnisse, die der Kapitalismus gar nicht erfüllt. Ja, Herrenschuhe in Größe 38, macht der Kapitalismus nicht. Google wüsste schon, dass ich das will. Hätten wir jetzt einen Kommunismus mit einer bedürfnisorientierten Produktion, wäre das überhaupt kein Problem, würde ich bestimmt kriegen. Und diese Art von sozusagen Umeignung des anonymen Wissens, was uns im Moment nur aus den Fingern gezogen wird, um unsere Profile zu erstellen und als Werbeträger zu vermarkten, das bräuchte man, um einen alternativen Verteilungsmechanismus als den Markt zu haben, der anonym ist. Ja, also muss man noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich wollte ja nur kurz noch mal ein paar Gedanken aufgreifen. Ich meine, noch eine zweite Rückfrage vielleicht, die hat was mit dem Eigentum zu tun. Wir haben ja gehört, wenn über Verbote nachgedacht wird, dann wettert die Welt und sagt, das geht alles viel zu weit und so, das kann gar nicht sein. Viele tun es auch, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel über das Eigentum reflektieren, Eigentum in Frage stellen, dann kann ich mir vorstellen, dass Sie jede Menge auch Hassbotschaften kriegen von Leuten, die sagen, jetzt nehmen die uns auch noch das Eigenheimchen klauen oder sowas.
Ist das, ja, die ist das der ich, Fall? Als so Feministin, die ein Buch über Judith Butler geschrieben hat, sowieso, da ist das eigentlich ziemlich angenehm, was man nur wegen des Eigentums zu kriegen. Ich glaube, also die Art, wie ich das dann theoretisiere oder nutze, wäre zu sagen, dass diese Allergie gegen Gebote und dieses Auffahren von bestimmten Attrappen, die auf keinen Fall jemand Zugriff haben darf, das würde ich sagen, ist gerade der sozusagen die ideologische Maske dieser falschen Freiheit, die einem das Eigentum angewöhnt hat. Also ich nenne das Phantombesitz. Und die zum Beispiel das Recht, jetzt irgendwie hier mal einen dummen Spruch machen zu dürfen oder da mal hinfassen zu dürfen. Und da soll jetzt keiner, das ist gar kein Eigentum. Das hat aber bestimmte Gruppen jahrhundertelang darüber entschädigt, dass sie überhaupt kein Eigentum hatten. Und man darf nicht einfach nur sagen, die sind irgendwie unerzogen oder vulgär. Man muss verstehen, dass das eine bestimmte Ressource ist. Also natürlich eine ideologische, aber man nimmt den Leuten auch was weg, was sozusagen ihnen sie im schlechten Leben hält. Also es tut mir nicht leid drum, aber ich glaube, wenn man versteht, an wie tief sitzende Affekte man da rührt. Und ich würde eben immer sagen, diese Ideologie, dass keine Verbote auf keinen Fall da reinregieren, ist genau die Rückzugsfigur einer Gesellschaft, die den Glauben an kollektive Souveränität und Gestaltungsfähigkeit verloren hat und nur noch an Sphären und phantasmatischen Sphären individueller Souveränität sich darauf versteift. Und die sind ganz gehaltlos, es ist oft gar nicht mehr tatsächlicher Besitz, aber das ist die Kompensation. Und ich würde sagen, das ist in der Frankfurter Schule ja ganz gängig, dass man sogenannte negative Freiheitsvorstellungen kritisiert, also sagt, das ist eben eine ganz falsche Idee von Freiheit und das wird ja auch im Namen der Freiheit dann immer vorgegangen gegen emanzipative Sprachregelung oder so. Und ich würde sagen, das ist ganz alt und das hängt an der Eigentumsform. Also der Disput ist zum Beispiel mit Wendy Brown, die sagt, nee, das ist eine neue, monströse, neoliberale Freiheitsvorstellung. Das ist das Problem. Daher kommt der Hass auf Regulierung. Und ich würde sagen, nee, der ist ganz alt. Der sitzt in diesem Verfügungsphantasma der Eigentumsform. Stimmt wahrscheinlich beides, aber so würde ich darauf reagieren. Super, wunderbar. Jetzt haben Sie noch Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Da haben wir eine. Ich gehe mal mit dem Mikrofon hier unten rum und weiter hinten ist, glaube ich, auch noch ein anderes Mikrofon. Ja, wunderbar. Ja, mir fällt es jetzt zum zweiten Mal auf, dass etwas vage angenommen wird. Die Leute wollen keine Verbote. Ich habe eine Schwester, die fahren zwei dicke schwarze Autos und sie sagt, ich wünschte mir, dass mir das Autofahren verboten würde. Und ich habe das schon öfter gehört. Die Leute wollen gar nicht so viel Freiheit, die werden entlastet, wenn sie nicht dauernd dastehen müssten und entscheiden, oh, kaufe ich jetzt das mit der Verpackung oder nicht, ja? Sondern die einfach kollektiv entschieden würde, ob es die gibt. So, also ich glaube, die Freiheit von Verboten, das hört man ja vor allem von unserer Landwirtschaftsministerin und von unserem Verkehrsminister. Die Freiheit von Verboten ist vor allem mal ein Vorzug für die Konzerne und die Finanzindustrie. Und die Freiheit von Verboten fördert auch die Konsumgesellschaft. Das heißt aber nicht, dass wirklich alle keine Verbote wollen. Das wissen wir gar nicht. Das ist ein wunderbarer Punkt. Vielen Dank. Ich glaube, daran zeigt sich so gut wieder, dass das, was als die Leute immer so bezeichnet wird, die paar sind, die dann sozusagen gehört werden und die irgendwie ein mediales Echo erfahren und deren Unbehagen wahrgenommen wird. Also es gibt natürlich so Fridays for Hubraum, das sind ein paar komische Maskulinisten, also sind bestimmt auch Frauen dabei, können ja auch Maskulinisten sein, aber ich glaube, Sie haben vollkommen recht, es gibt ja auch viele, ich kenne auch viele Reiche, also ich kenne nicht viele Reiche, aber die paar Reiche, die ich kenne, da gibt es viele, die sagen, ich will unbedingt mehr Steuern zahlen. Ich würde trotzdem sagen, und ich bin auch gar nicht gegen solche Reformschritte. Ich glaube trotzdem, dass es die Folgelogik auf den Plan ruft, dass das Verbot, das sagt Herr Welzer eben ja auch schon, dann trotzdem seinen Übertritt begehrenswert macht. Und dass es womöglich sein könnte, dass Ihre Schwester, wenn man ihr das Auto verboten hat, dann eine Weile später so eine Art, also was ich dann wieder Phantombesitz an ihrem Recht, dieses Auto zu fahren, benutzt, um irgendeine andere Frustration artikulieren zu können. Also das wäre, glaube ich, mein so psychologisierter Vorbehalt gegen Verbote. Aber ja, natürlich, ich meine, natürlich muss es verboten werden. Das ist ja auch so verrückt, dass die Leute sich über die Verbote, die es schon gibt, immer gar nicht mehr aufregen. Man kann ja was anderes erlauben, aber das muss man, ja. Dankeschön.
Ich fand es sehr schön, dass Sie nochmal dieses alte Bild von Marx, der Lokomotive, der Fortschritt der Zeit oder der Geschichte. Walter Benjamin war meines Erachtens der Erste, der davon sprach, diese Lokomotive, wir müssten eigentlich auf die Bremse treten. Ich glaube, wir sind noch nicht mal auf der Kupplung. Und Marx hat ja, Sie haben ja auch von Reproduktion oder Arbeit als Idee der Emanzipation gesprochen oder das angedeutet. Er hatte doch einen Streit mit seinem Schwager Paul Lafarge, der das wunderbare Buch Das Recht auf Faulheit schrieb. Vielleicht können Sie auf die Auseinandersetzung auch nochmal eingehen. Einen zweiten Punkt, Sie haben von der Verräumlichung des Utopie als Raum- oder Nichtraumvorstellung und dann Utopie als Zeitvorstellung. Und wenn man Foucault liest, der hat ja eigentlich eine Kritik an den Utopien geschrieben. Ich denke, von Campanella und Thomas Morus, Sie haben etwas weniger bekannten Autoren oder Autoren, ich habe das nicht verstanden, erwähnt, aber die berühmten Autoren, die sehr autoritäre Vorstellungen von Utopien gegeben haben. Die Idee der Heterotopie bei Foucault ist in meinen Augen nämlich genau der Versuch, das Zeitliche und Räumliche in die jeweiligen Individuen zu setzen und damit diesen autoritären oder nur von einzelnen Menschen abhängigen Ideen einen Gegenentwurf zu liefern. Für mich wäre das der viel weitergehende Begriff, die Heterotopie. Vielleicht überzeuge ich Sie dann von dem interstitiellen Zwischenraum. Ich finde, dieser Heterotopie-Begriff wird immer so wahnsinnig aufgeladen, weil er so eine Verheißung hat. Das ist dieser eine Aufsatz von Foucault, und der auch viel später publiziert wurde, als er geschrieben wurde. Und da ist er eigentlich noch ganz strukturalistisch. Und er denkt gerade nicht, dass von den Heterotopien die Veränderung ausgeht, sondern er sagt, das ist die Gesellschaft, so wie sie ist, invertiert. Also sowas wie Karneval als einmaliger Exzess, der aber in Wahrheit die Herrschaft, die es gibt, stabilisiert. Ich glaube, man kann aus Foucaults Werk einen viel reicheren und sozusagen transformativeren Heterotopiebegriff gewinnen. Der würde dann aber eher mit sowas wie Gegenmacht spielen. Also weil er ja immer sagt, die Macht ist zerstreut, jede Macht hat Gegenmacht. Das versuche ich mit dieser Zwischenraumfigur. Aber ich glaube, von der Denkrichtung bin ich damit Ihnen ganz einig. Das mit der Lokomotive und der Faulheit ist herrlich. Sehen Sie, Sie haben das jetzt so paraphrasiert, als säßen wir am Steuer. Aber bei Benjamin ist es ja die Notbremse. Und dann kann man auch nicht auf die Kupplung treten. Und ich glaube, dass mir reicht das Benjaminsche Motiv nicht, denn dass es zum Halten kommt, das hilft uns ja auch nicht weiter. Vielleicht steht man schon längst über dem Abgrund, stellen Sie sich mal vor, wie so ein Comic, wissen Sie, wenn man dann so über dem Abgrund ist und dann fällt man eben runter, zum Halten kommt. Also die hier gestellte Aufgabe, auf Utopien einzugehen, verlangt ja eigentlich mehr. Andererseits wäre es vielleicht eine schöne, düstere Ehrlichkeit zu sagen, überhaupt diese Maschinerie mal zum Stehen zu bringen, wäre so fantastisch. Lass uns mal darüber nachdenken. Aber mein Versuch war diese andere Form der Dialektik, die in den Zwischenräumen schon was anderes sieht. Und nur zu der Faulheit noch mal kurz. Das gibt es ja sozusagen unter Marxisten genauso wie unter den Anarchisten, die sich dann eher auf den Lafargue beziehen. Und ich finde, ich würde den Lafargue-Punkt einerseits ganz wichtig finden, weil er die Gewalt und in meinem Vokabular die Sachherrschaft, die darin besteht, dass man alle, besonders die ärmeren und nicht so privilegierten Schichten anguckt, immer unter der Brille von deiner Arbeitskraft und Zeit, die gehört dir gar nicht selbst. Also wenn du bettelst, dann spiel noch schlecht Blockflöte, aber sonst gebe ich dir kein Geld. Also sozusagen dieser wahnsinnige Hass, dass diese Leute eigentlich was tun müssen. Da ist so eine Enteignungsfantasie von deren Vermögen, mit Zeit umzugehen. Und dagegen ist, glaube ich, dieses Beharren auf Faulheit eine gute und wichtige Position. Es gibt davon ja auch die marxistische, wertkritische Fassung, die immer so ganz stark auf die Abschaffung der Arbeit und Überwindung der Arbeit durch Technik aus ist. Und da habe ich sozusagen gar keine Bedenken oder gar nichts gegen von der Technik-Euphorie-Seite, aber von der Fantasie, dass die Arbeit weniger würde. Also wir haben natürlich ein Problem, dass es immer weniger profitgenerierende Arbeit gibt, aber Arbeit, also sobald man die als Erfüllung von Bedürfnissen versteht, ich meine, das ist immens. Also erstens mal Sorgearbeit
unendlicher, also und gerade wenn man sich dann auch vorstellt, wir wollen hier eine Revolution machen mit diesen durchtraumatisierten Leuten, also wie viel Sorge da nicht. Und das ist ja nur das Obere. Da, ich meine, wir werden vielleicht anfangen, unsere Obstbäume mit der Hand zu bestäuben. Und also ich bin selber auf dem Biobauernhof groß geworden, also naja, das macht dann auch viel Arbeit. Also insofern würde ich auf der Ebene dann gerade nicht dieser Lafargschen Überwindung der Arbeit-Fantasie nachhängen, sondern sagen, es muss eine andere Arbeit sein, eben zum Beispiel eine von der utopischen Reproduktionsarbeit her verstandene. Weitere Fragen? Sie haben viel vom Marxismus geredet und was mir durch den Kopf geht dabei ist immer, birgt es auch nicht eine Gefahr, dass wenn wir so leben, dass dann der Populismus noch stärker wird und dass das vielleicht negativ sich auf die Menschen auswirkt? Naja, wie Sie sehen, ist hier das Publikum ja ein sehr bestimmtes und sehr kundiges. Also ich wohne in Brandenburg auf dem Dorf. Also mit denen, da rede ich nicht, sage ich nicht immer, der Marxismus ist die Lösung, sondern da unterhalten wir uns darüber, wie man die kaputte Allmende im Dorfpark mit dem Heimatverein, der nicht rechts verfassten Heimatbegriff hat, sondern so eine LPG-Nachfolge vergesellschaftete Heimatvorstellung hat, da reden wir darüber, wie wir eine Brücke wieder bauen können. Und ich meine, da erklären mir die Leute, wie man das ordentlich macht. Und das, also ich glaube, das, was ich hier versucht habe, theoretisch einzutragen in einen bestimmten marxistischen Diskurs mit diesem Beharren auf Reproduktionsarbeit, aber eben auf andere Art als der klassische, so funktionalistische, feministische Marxismus das macht, das würde ich sagen, ist im Alltag das beste Gegengift gegen Populismus. Das ist nämlich eine Kooperation, also das ist das Suchen nach Räumen oder Momenten der Kooperation, die nicht nur darin besteht, dass man redet. Also das denken wir immer, ja. Ich meine, ich werde ja fürs Reden bezahlt, ich finde es herrlich, ich habe mir ausgesucht, das zu studieren und so. Aber für die meisten Leute ist Reden ja nicht unbedingt die erste kooperative Praxis oder das, womit man sich wohlfühlt oder wo man das Gefühl hat, da werden jetzt wechselseitig Bedürfnisse erfüllt. Und da sind ganz andere, da ist sowas wie zusammen in den Wald gehen und das Holz fällen, aber auch, also, oder Open Source programmieren, ja, also das ist jetzt, muss nicht immer alles auf dem Land sein, geschweige denn im Wald. Und diese Art von Aufsuchen von Kontexten, in denen Reproduktionsarbeit oder nicht profitorientierte Kooperation geleistet wird, wäre, glaube ich, ganz wichtig, um eine Gesprächsgrundlage zu haben. Und, dann kann man sich streiten, ja? Und dann muss man auch bestimmte Sachen zurückweisen und blockieren. Aber ich glaube, der beste Antipopulismus ist, also gemeinsam irgendwas zu zimmern. Und gut, ich glaube, der Punkt ist klar geworden, ich höre mal auf zu reden. Ja, ich habe das Mikro. Ich habe eine Frage. Und zwar, woran ich mich etwas stoße, ist dieser Begriff der Reproduktionsarbeit. Mhm. Was hält uns eigentlich daran fest, etwas als Reproduktion zu benennen, was doch Leben hervorbringt und dafür sorgt, dass die Lebensgrundlagen, von denen wir leben, Karl Marx hat ja auch gesagt, wir sind, also was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist eine bewusste Lebenstätigkeit. Mhm. Und das ist für mich auch der Arbeitsbegriff. Dass er im Kapitalismus zur Ware geworden ist, heißt ja nicht, dass es so bleiben muss. Mhm. Aber wenn wir von Reproduktionsarbeit sprechen, finde ich, tun wir immer so auch eine Bewertung reinbringen, als wäre es nicht das Wichtige. Das Wichtige ist Produktionsarbeiten, das ist Technik und ja. Ja, danke. Und da wünschte ich mir, dass diese Lebendigkeit mehr hineinkäme. Ja, danke, das hilft nochmal zwei Punkte zu schärfen. Also erstens kann ich eine Werbepause einlegen und sagen, so ungefähr in 4 Jahren, 2023, wird ein Buch meiner jetzt promovierenden Kollegin in Berlin, Lea Prix, erscheinen, unter dem grandiosen Titel Die andere Arbeit. Und da argumentiert sie genau diesen Punkt durch, zu sagen, wir müssen nicht die Reproduktionsarbeit aufwerten, wir müssen die Arbeit anders verstehen. Ich glaube aber, dass um da hinzukommen und um da auch in der Länge eines Vortrags hinzukommen, muss man
erstmal den Gegenpol betonen. Also es geht mir ja gerade darum zu sagen, wir stellen den Begriff der Reproduktion voran und verstehen dann auch die Arbeit. So richtig verstandene Arbeit ist natürlich nicht irgendein Bullshit-Job, den man macht, damit irgendeine Firma Profit macht. Richtige Arbeit ist sinnvolle, schöpferische Tätigkeit, geleitet von Vorstellungen. Aber um da überhaupt wieder hinzukommen, muss man es anders rahmen. Aber an irgendeinem Punkt hoffentlich kann man dann das Reh wieder fallen lassen oder mit irgendwie so einer komischen Klammer, Unterstrich, wie auch immer Art brechen, dass klar ist, es geht auch um Produktion. Und der andere tolle Punkt, den Sie hatten, war ja nochmal darauf zu verweisen, gerade wenn man es so ganz konkretistisch an der weiblichen Arbeit festmacht, dann ist da die Natalität und dann kommt da neues Leben in die Welt. Und ich glaube aber, oder das Melancholische, woran ich da festhalten würde, ist, es gibt schon Ökosysteme, um deren überhaupt nur Erhalt wir uns sehr stark kümmern müssen. Und natürlich ist das auch schöpferisch und siedelt man da neue Sachen an. Und aber so, wir werden, glaube ich, wir können einfach nicht das die Reproduktionsnotwendigkeit nicht so leicht überspringen. Aber dann natürlich, die Rettung ist eine andere Produktion. Es geht um die Bewertung, nicht darum, es zu überspringen. Genau, aber um die Produktionsarbeit anders bewerten zu können, muss man sie einmal von der Reproduktionsarbeit her kritisieren. Aber vielleicht kann man das auch intern machen. Müssen wir nachher noch mal länger drüber reden. Da ist noch eine Frage dort hinten, ganz hinten, oder? Ja. Ja. Du hast sehr ausführlich das Terrain beschrieben der Reproduktionsarbeit. Und natürlich auch die Frage des Subjekts der Transformation oder Revolution kurz angeschnitten. Aber genau darauf wollte ich nochmal hinaus. Wenn man sich den klassischen Arbeiterklassenmarxismus vorstellt, dann gab es ja durchaus relativ konkrete Punkte, wie sich dann das Subjekt institutionalisiert in Form von Gewerkschaften, Partei etc. Und was sind denn so deine Denkansätze ausgehend von diesem Terrain und meinetwegen auch den jetzt existierenden neuen sozialen Bewegungen, wie so eine Institutionalisierung dieses Subjekts dann aussieht und von dem man dann aus dann auch Strategien ableiten kann? Also gerade als gute Materialistin muss man ja darauf warten oder gucken, wie dieses Subjekt überhaupt verfasst ist. Also Marx hat sich ja nicht überlegt, das wäre super, wenn die Gewerkschaften gründen, sondern es gab Fabrikarbeit, die so organisiert war, dass da sowieso entscheidende Kollektive zusammenkamen und sich dann verfassen konnten. Und auch die Politisierung dann über die Rätebildung hatte immer vorgegebene Kollektive. Und das müsste man neu denken anhand der Kollektive, die es jetzt gibt. Und ein Stück weit, also ich finde, wenn man auf die Arbeit, die Bewegung guckt, gibt es da schon sehr interessante Antworten. Also sowas wie der Versuch, die identitätspolitischen Kollektivierungen, die wir nun mal for better or worse vorfinden, dann so in verschiedene Demo-Finger einzugliedern, die aber Finger derselben Hand sind und dann noch bestimmte andere Praktiken mit in den Blick zu kriegen, wie wir werfen unsere Papiere mit, als seien wir alle staatenlos. Also ich glaube, es gibt da viel Kreativität, wie sich solche Subjekte finden und dann kann man immer grimmig sagen, die müssen sich besser organisieren und die sollen eine Partei gründen und die sollen sich alle einigen, aber wenn die nicht so verfasst sind, dann kann man lange reden, dann wird man dadurch nur eine weitere Spaltung hervorrufen. Was bei mir allerdings, also weil Sie ja wirklich auch den Begriff des Subjekts der Revolution in den Raum gestellt haben, bei mir sind das, also im Buch, in der Theorie sind das gar nicht Leute, das sind Praktiken. Also die Idee der Zwischenräume ist nicht, manche Leute sind die Avantgarde und machen da irgendwas im Zwischenraum richtig, sondern manche Praktiken müssen ausgeweitet werden und sind zukunftsweisend, andere nicht und die können von den gleichen Leuten unterhalten werden. Und das ist auch genau sozusagen der Versuch, diese populistischen Subjekte so ein bisschen zu brechen. In dem Moment, wo sie da die Allmende reparieren, ist das eine zukunftsweisende Praxis. In dem Moment, wo sie gegen Flüchtlinge hetzen, nicht. Aber das ist der Versuch, das neu zu formulieren. Schaffen wir noch zwei Fragen? Oh, ich schaffe, ich bin dreistündige Kolloquien super gewöhnt. Dann haben wir noch dann haben wir zwei Fragen. Also hier ist auf jeden Fall eine erstmal und vielleicht will noch jemand da hinten. Ja, vielen Dank für das anregende Referat. Ich möchte an Sie anknüpfen und
sagen, dass es ja wichtig ist, dass die Reproduktionsarbeit als Produktion bezeichnet wird. Und dass es auch wichtig ist, dass diese Arbeit in den unterschiedlichsten Gesellschaftsformen immer wieder in unterschiedlicher Form unentgeltlich angeeignet wird. Und diese unentgeltliche Aneignung wird als ein Naturzustand praktisch immer wieder dargestellt. Und ich denke, das ist ein zentraler Punkt, wenn wir den Fokus auf Reproduktionsarbeit legen, könnten wir ja sagen, es ist im Gegensatz von Re und Contra, dass die andere Arbeit als kontraproduktive Arbeit mehr und mehr erkennbar wird. Und dass die reproduktive Arbeit vielleicht, das würde mich eigentlich von Ihnen am meisten interessieren, wie kann aus dieser Arbeit sozusagen ein subjektiver Faktor für Veränderung entspringen, der mehr hat als Abwehrcharakter, mehr hat als diese Bewegung Non Una Menos oder Black Lives Matters, das ist ja sozusagen, oder keiner darf ertrinken, das ist ja sozusagen, wird nur die Spitze von dem abgebrochen, dass ständig junge, produktive Menschen, die aus anderen Kontinenten zu uns kommen, dass deren Arbeit, die ja nicht einfach so da ist, sondern die unendliche Reproduktionsarbeit voraussetzt, dass sich das hier angeeignet wird. Wenn sie dann mal hierher kommen dürften, dann werden sie auf den Plantagen vernutzt. Ja. Und wie Sie sich vorstellen, dass daraus dieser subjektive Faktor einfach ein Stück ja sozusagen entfaltet werden kann und dass es nicht als Naturzustand eine Aneignung gibt, die fortgesetzt wird. Ja, ganz vielen Dank. Großartig, also das mit der kontraproduktiven Arbeit nehme ich auf jeden Fall mit, habe ich mir gleich aufgeschrieben. Also ich glaube, ich muss einmal natürlich klarstellen, dass selbst in dem Versuch, sowas wie utopische Potenziale, und normalerweise benutze ich den Begriff auch viel weniger als heute Abend, auszuweisen, dass ich damit natürlich nicht behaupte, dass es reicht oder dass es klappt. Also ich finde, ich will nicht so verstanden werden, als würde ich sagen, guckt mal, ihr denkt, alles ist schrecklich, jetzt freut euch, es gibt doch schon in allen Nischen Reproduktionsarbeit, damit wird die Revolution gelingen. Es ist sozusagen nur der Versuch, einen Seismographen für das, was überhaupt zukunftsweisend sein könnte, auszuweisen. Und was Sie sagen mit dieser gewaltsamen Ausbeutung von gerade migrantischer Arbeit, Arbeit in Niedriglohnsektoren, oft ja auch Arbeit, die dann so halberpresserisch, also zwar nicht als offizielle Sklaverei, aber mit unter Entzug der Pässe und so weiter abgepresst wird. Das würde ich ja gerade sagen, dass man das gut kritisieren kann, wenn man den Begriff der Sachherrschaft zu dem der Sachlichen hinzufügt und sagt, es gibt da schon auch noch einen Extraktivismus oder eine Aneignung. Irgendein Teil der Arbeit wird sozusagen geklaut. Es ist nicht nur so, wie Marx es beschreibt, ein Teil der Arbeit wird nicht entlohnt, also der Mehrwert kommt dem Kapitalisten zugute, aber die Arbeit, die Reproduktion der Arbeit wird voll bezahlt, sondern in dieser extremen Ausbeutung wird zwar irgendwie ein bisschen bezahlt, aber ein Teil der Arbeit bleibt geraubt. So. Und das finde ich wichtig erstmal überhaupt, also stimme ich Ihnen völlig überein und da gibt es natürlich ganz auch andere begriffliche Weichenstellungen, vielleicht auch bessere. Zu der Reproduktion will ich noch einmal sagen, Sie haben völlig recht, dass es darum gehen muss, Produktionsarbeit anders zu organisieren. Und ich will auch Reproduktionsarbeit, also was mich dann doch an dem Kontraproduzierenden stört, ist, dass ich natürlich irgendwie versuchen will zu sagen, es ist nicht nur die ganz andere Gegenwehr aus den Zwischenräumen, sondern es ist eine Tätigkeitsform, die jetzt schon systemisch notwendig ist. Also wenn niemand auch unbezahlt arbeiten würde, würde das schon längst zusammenbrechen. Das gibt ja auch, also ganz klassisch, ja, das gibt ein Streikpotenzial auf eine bestimmte Art. Und das, was ich
wovon ich jetzt behauptet habe, es sei irgendwie utopisch oder was mein Begriff der Reproduktionsarbeit, den ich ausweiten würde oder der Produktionsarbeit voranstellen, der ist ja gar nicht, also der soll um Himmels Willen nicht phänomenologisch auf Windelwechseln festgelegt sein, sondern der ist ganz abstrakt. Das heißt, Reproduktionsarbeit ist Arbeit, die direkt aufs Bedürfnis des Gegenüber gerichtet ist und die stellt zum Beispiel ein Elektrofahrrad her für das Gegenüber und nicht auf Profit gerichtet ist, sondern aufs Bedürfnis und Arbeit, die sich nicht herrschaftsförmig ihre Ressourcen sichert. Also das Metall für das Fahrrad kann nicht irgendwo aus einer Erzmine geklaut sein in rekolonialen Verhältnissen. Das ist sozusagen der, das, so würde ich das versuchen zu fassen. Aber wie weit man, also ich meine, ich musste auch länger darüber nachdenken, wie weit ich damit am Ende komme und was da noch alles an Problemen auftaucht, das will ich gar nicht abstreiten, nur weil man immer hier so das letzte Wort hat und dann die nächste Frage kommt. Genau, und subjektiver Faktor, ich glaube, eine Sache, die ich jetzt doch noch optimistisch sagen würde, ich glaube, es gibt in diesen Bewegungen, und gerade, ich teile nämlich mit Ihnen erstmal komplett die Diagnose, naja, also der Kampf für das Überleben, daraus folgt ja gar nichts, ist ja minimal, ja, was ist denn das für eine Forderung, dass man nicht sterben soll, aber ich glaube, dass man, und mit dem Lebensbegriff überhaupt kann man auch ganz schreckliche Sachen machen, ja, damit kann man auch faschistische Politik machen, also es ist irgendwie sehr heikel, diese Formulierung der Revolution für das Leben, aber ich finde, wenn man sich die Bewegung, die ja schließlich die Erziehungsanstalten sind, in denen der subjektive Faktor geprägt wird, sich anschaut in ihren Organisationsformen, dann gibt es da schon sehr interessante und sehr weitreichende Praktiken der, also sowohl der Entscheidungsfindung als auch der direkten gegenseitigen Versorgung. Also, so, wo Bezugs, also zum Beispiel, ein, was ich jetzt gar nicht genannt habe, was aber, glaube ich, ein Modell ist für diese, manche dieser Revolutionen fürs Leben, ist die Art und Weise, wie ACT UP sich politisiert hat. Die, also diese eigentlich eine ganz kleine, jetzt mal so aus dem proletarischen Weltmaßstab gesehen, obskure Bewegung gegen, also gegen die Homophobie und die schlechte Gesundheitsversorgung von AIDS-Kranken in den 80ern. Die haben auch ganz viel diese Die-Ins gemacht, die jetzt Extinction Rebellion macht. Erstmal würde man sagen, es ist auch nur ein Einspruch gegen das Sterben lassen. Aber die haben sich in Bezugsgruppen organisiert, die weitgehend, die sozusagen politische Bezugsgruppen waren, die sich jeden Montag auf dem Plenum getroffen haben, die in den Demos zusammen waren, die Transparenz zusammengemalt haben und die aber auch eine Art von Ersatzfamilienstruktur waren. Also weil diese Leute natürlich meistens mit ihren Herkunftsfamilien gebrochen haben, die Pflegearbeit organisiert haben, zum Teil illegal Arzneimitteltests so umfunktioniert haben, dass jeder was kriegte von den Proben, damit die Chance auf Heilung, also sozusagen so um solche Strukturen, solche Bezugsgruppenstrukturen, habe ich das Gefühl, sind zum Beispiel in der Logistik von Ende Gelände jetzt gerade als so einer der Bewegungen beeindruckend. Und das prägt natürlich die Leute, das vergessen die auch nicht mehr. Also ich meine, bei uns gab es vor ein paar Jahren, das wird jetzt hoffentlich auch nicht übertragen, eine Besetzung der Sozialwissenschaften. Und ich habe vorher nie so eine Besetzung gesehen. Die haben das geschafft, sich nicht zu zerstreiten, 2 Wochen lang. Und die haben jeden Abend eine warme Mahlzeit gehabt und das haben immer die, Verzeihung, Typen mitgekocht oder sogar mehr gekocht. Und das hat irgendwie geklappt. Und das hatte auch bestimmte materielle Bedingungen, so wie das die Leute zum Teil ihre Wohnung auf Airbnb gestellt hatten und die nicht zurück konnten und deswegen die Besetzung nicht auf. Aber da hatte ich das Gefühl, das war eine Revolution, eine ganz klassische Besetzungs- und Blockadetaktik, die aber ihre eigene Reproduktion auf eine kluge Art mit, die haben da halt ordentlich gearbeitet. Ja. War jetzt noch eine Frage ganz dort hinten. Ja, ja, ich habe jetzt Ihr Eintreten für reproduktive Arbeit so verstanden als Beispiel für nicht monetäre Arbeit im Gegensatz zur Arbeit, die organisiert ist nach der Sachherrschaft des Geldes, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Und da wäre meine Frage, es gibt da durchaus schon Erfahrungen, auch mit nicht monetärer Arbeit, Eigenarbeit, Gemeinschaftsarbeit in Alternativbetrieben und so weiter, die ja auch nicht nur die besten waren, sage ich mal. Das ist ja auch problematisch, alles erstmal auszudiskutieren. Manche Leute wollen sich daraus auch wieder befreien. Frage, sehen Sie das als Bestandteil der Utopie an, dass Sie das sozusagen als neues, wesentliches Prinzip irgendwie utopisch stark machen wollen? Oder sagen Sie einfach nur, ja, diese nicht monetäre Arbeit muss ein größeres Gewicht haben, also sozusagen eine Idee von einer graduellen Verschiebung? Also von Geld habe ich jetzt ja in dem Sinne gar nicht geredet, sondern von Profit. Ich glaube, wie das, ob es ein Äquivalent gibt oder nicht, das wäre noch mal eine andere Frage, aber Sie meinen, glaube ich, auch das Gleiche, also dass man
sozusagen kleine, tolle Kooperativen gründet und sich dann darin kaputt verausgabt. Und das, ich habe ja nicht gesagt, dass die Revolution uns gelingen wird, wenn wir jetzt alle Genossenschaften gründen. Also ich glaube, das ist sozusagen genauso wie die Systemkonkurrenz im Großen, ist da natürlich, solange diese Kollektivkneipen konkurrieren mit Filialen von riesigen Firmen, unterstehen die, also in dem Fall würde ich sagen, genau der sachlichen Herrschaft, also dem Konkurrenzgesetz und dem Profitzwang. Und natürlich müssen die sich dann verausgaben. Die können dabei irgendwie nochmal netter miteinander demokratisch entscheiden, wie die Möbel aussehen, die man in die Kneipe stellt. Aber das in Wahrheit, wissen wir ja auch, kostet das sogar mehr Zeit. Und am Ende haben die noch weniger Schlaf als normale Arbeitnehmer, die vielleicht wenigstens einen gewissen, ja auch mühsam erstrittenen durch soziale Bewegungen Rentenanspruch und sowas haben. Also insofern, einerseits will ich nicht behauptet haben, dass das der Weg zum Erfolg ist. Andererseits finde ich, ist es zu schnell immer auf das Scheitern zu schauen, denn ist ja alles gescheitert. Also ich meine, die großen proletarischen Revolutionen sind ja auch gescheitert. Also ich glaube, da ist sozusagen ein Patt und dann kann man wieder neu anfangen zu überlegen, wo man ansetzen kann. Genau. Ja, ganz herzlichen Dank, Eva von Redig. Super, last word. Ich glaube, der lange Applaus legt nahe, dass wir dieses dreistündige Kolloquium unbedingt hier auch brauchen. Ach, in Frankfurt. Das gibt's also ja, das kommt aus Frankfurt. Das ist in den weiteren Überlegungen unseres utopischen Raumes und den weiteren Aktivitäten, glaube ich, sollten wir das unbedingt vorsehen. Dann können wir länger darüber reden. Ich will, wir haben nämlich zum Beispiel die Zukunft der Arbeit noch gar nicht richtig im Blick. In dem ganzen Programm, was wir auch jetzt haben. Das ist etwas, was unbedingt noch aufgegriffen werden muss. Und da will ich eine kurze Begebenheit erzählen, die auch in das reinpasst, was Sie gerade erzählt haben. Jetzt vom Freitag vor einer Woche, wo wir uns da mit den vielen Menschen, 25.000 in Frankfurt versammelt haben. Es war die Mittagszeit. Und dann diese Finanzleute, diese Manager, sich dann durch diese Gruppen von Menschen zwängen mussten. Und die waren sowas von erbost, dass ihnen jetzt die Mittagspause geklaut wird. Und man merkt an der Stelle jetzt zum Beispiel, was wir gerade diskutiert haben, wie notwendig die Umdeutung von Arbeit eigentlich sein muss. Dass diejenigen, die die Welt zerstören, am höchsten bezahlt werden und die sie retten, gar nichts bekommen. Die sollen es bestenfalls im Ehrenamt machen, ja? So ist aber die Gesellschaft. Und dann haben wir eine SPD zum Beispiel, auch Gewerkschaften, die eine Lebensleistungsrente haben wollen. Also dann auch wieder nur die Rente, nicht an das, was wir gerade diskutiert haben, knüpfen wollen, sondern an eine Arbeitszeit in klassischen alten Lohnarbeitsverhältnissen. Also hier ist darüber nachzudenken, wie das aufgehoben werden muss. Und ich glaube, das machen wir dann in einer weiteren Veranstaltung. Nochmal ganz herzlichen Dank. Danke für die tollen Fragen.